Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Palworld in der Suche nach den ganzen Statuetten. Eigentlich ist eher gerade die Nebensache, aber sagen wir es mal so, wenn wir sie schon mal gefunden haben, ziemlich viele davon, dann suchen wir das Ganze doch mal aus. So, her damit. Und dann haben wir noch, ja, ich sehe sie bereits, da drüben hängt noch eine drinnen. Und ist das da rechts noch eine? Also das da hinten? Eventuell ja, wir werden es gleich rausfinden. Ziemlich bald sogar. Ich muss mal die Einträge vielleicht durchlesen, weil diese ganzen Bauten, das wird ja bestimmt irgendwas heißen. Wird ja irgendeinen Grund haben, diese Geschichte, diese Insel. Diese Pals. Außer dass wir sie quasi für uns ausschlachten. Ein bisschen darüber. Habe ich eigentlich den Platz hier schon bereinigt? Ja, habe ich bereits. Betelia war da dran, okay. Oh, ungünstig, aber es ist da, ja, passt. Ich akzeptiert. Passt soweit. Kugeln haben wir ziemlich wenig, nur noch. Wir haben richtig wenig, so. Mitnehmen. Dann einmal da rein. Ich weiß nicht, ich bin dran vorbeigeflogen, aber wahrscheinlich auf der falschen Seite. Weil oben, glaubt man, ein Ei drin war oder sowas. Hallo, Statue. Yep, deswegen. Das habe ich gesehen. Nur das momentan. Oh. Mitnehmen und mitnehmen. Ein saftiges Ei sogar. Wird besser. Wird immer besser. Du brauchst ein bisschen Essen, stelle ich gerade fest. Und wo müssen wir denn hin? Wir haben hier alles gemacht. Hier auch. Hier wollten wir zurückgehen. Das heißt, wir können da mal durchfliegen. Ich glaube, da unten war noch was, aber... Ja, ich weiß gar nicht, was ist. Was soll's? Wir fliegen hier rum. Und ich sehe bereits hier nochmal ein Ei. Ist es mehr als ein Ei? Das ist, glaube ich, noch... ja, da rechts unten ist, glaube ich, noch was anderes. Schau mal. Gefrorenes Ei. Und du bist... Nichts. Okay, hier war ich schon. Hier war ich leider schon. Ach, Manometer. Warum? Oh Gott, Robin Hood ist schon wieder da. Nein. Ich brauche definitiv keinen Robin Hood, der mir irgendwie Schaden zufügt. Im Gegenteil, ich werde einfach nur hier durch. Die Plünderer dürfen liebend gerne im Turm drin bleiben. Sage ich nicht nein dazu. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe. Das sind die nächsten Plünderer. Okay, wir gehen mal kurz hier durch. Beschützt mich, meine Kleinen, beschützt mich. Und Gas geben, so. Schon kann man uns nicht mehr folgen. Scheint so klein aus irgendwie. Das Ei wird beschützt, das ist ein bisschen ungünstig. Das ist nicht ganz, aber das ist mir gerade egal. Okay, hier sind wir richtig wieder. Hier sind wir richtig. Da waren wir zuletzt und haben hier ein bisschen was... Stimmt, wir sind von irgendwo da hinten aus da runtergekommen und haben dann hier unten angefangen, unsere Arbeiterschaft für die Minen uns zu besorgen. Ah, schöne Zeit. Da ist nichts Besonderes, da auch nichts. Ist über, die können wir jetzt mal lassen. So, wir sehen der Mann. Wow, okay. Notfallabsturz. So, du kommst mit, einfach nur, weil wir es können. Go. Ich möchte einfach nur in den Fuß schießen, dankeschön. Jetzt Köpfe. Was? Moment, komm mal her, komm mal her. Ich hab gesagt, komm mal her. Damit ich. Wunderbar. Eins, zwei. Ist in Ordnung. Du bist ebenso in Ordnung. Und mein Großer, du kommst jetzt mal kurz her. Wäre angenehm, wenn du mal da bleiben könntest. Ein paar Schüsse in den Kopf würden das Denkvermögen. Eine Wasserratte haben wir sogar daraus. Ich würde sagen, nimm doch mal ein bisschen mehr Schaden, wenn ich schon von so weit auf dich drauf schieße. Mein Notfall, wollte ich gerade sagen, kommst du einfach. So. Au. Das war jetzt unnötig. Das war richtig unnötig sogar. Okay, Sordle. Komm wieder her. Haben wir hier irgendwas? Wir haben hier ein Feld. Wir haben dich und wir haben dich hier. Da ist nichts da, aber hier oben. Hallo, mein Freund. Gut, sie hier zu sehen. Mitnehmen. Dich hier. Naja.
rum ist keinen befreien, aber wir könnten den Weg hier rum machen. Das heißt, wir gucken mal, ob hier noch was ist in dem Canyon. Aus Unmengen an Swiss. Also Swiss-Probleme haben wir hier definitiv nicht. Ja, Problem, dass wir zu wenig Bälle haben. Dich und dich hier. Hallo, Braunkamm. Irgendeine tolle Stelle. Da und da. Da ist schon nichts, da ist schon nichts. Das Lager und hier unten könnten wir so ganz aufbauen. Waren wir nicht schon? Nee, aber noch nicht. Aber. Doch, da waren wir schon. Ist das ein. Ah, ich merke bereits. Dich brauchen wir doch auch. Den Steinkohle. Nicht viel, aber ein bisschen was zumindest. Passt. Und dann mal hoch mit uns. Svi, heute darfst du leben. Aber nur heute. Ausnahmsweise. Halt, das ist verkehrt. Moment. Ist die verkehrte Richtung? Ist sicher? Tatsache. Müssen darüber. Schauen wir doch mal, wir gehen ein bisschen Gas, ein bisschen nach oben. Hier müssen wir eigentlich hin. Lauter Swiss. Yep, da oben, da waren wir, Leute. Hallo, ge oh. Ich wollte gerade sagen, hallo, lieber Punkt. Schön, dass es dich gibt. Ist noch irgendwas gerade in der Gegend? Nein. Nicht wirklich. Ich meine, Swiss bis zum Umfallen. Also, wenn wir noch welche brauchen sollten. Was wir auf jeden Fall tun, können wir sie hier finden. Die ganze Ladung von ihnen, herrlich. Okay, da ist noch ein Lager. Danach müssen wir jetzt quasi den Berg noch abkrabbeln. Einmal großflächig alles umrunden. In der Hoffnung, dass wir zum Beispiel sowas hier finden. Wunderbar. Und du bist Goldmünzen-Megasphäre. Ein bisschen Öl. Öl ist gut für Waffen. Müssen wir mal gucken, wo ich das herbekomme. Und von welchem Pal am besten. Dass man das auch in eine Farm reinstecke. Das wäre nicht das Verkehrteste. Platz haben wir noch? Drei Slots haben wir noch frei. Das ist soweit in Ordnung. 19er und Gatling Gun. Ja, muss ich mir jetzt nicht unbedingt damit anlegen. Gebe ich ganz offen ehrlich zu. Haben wir da vielleicht noch was, wenn wir schon mal da sind? Ah. Hier bei ein kleines bisschen was. Ein paar Sphären, ein bisschen Geld. Kann nie schaden. Und wir sind fast ganz oben, wenn ich das richtig sehe. Wir sind fast ganz oben. Ich glaube da. Ja, das wird nicht ganz was. Okay, müssen wir noch kurz warten. Müssen wir noch einen kurzen Moment warten. Jetzt da. Demnächst würden meine dann wahrscheinlich auch wieder was essen wollen. Aber zum Glück haben wir jede Menge Omelettes dabei. So, schauen wir doch mal, was ist hier oben? Es ist immer irgendwas auf den Spitzen. Tagebuch, ein Tag 6. Ernsthaft, hier ist Nummer 6. Ich bin immer noch fasziniert. Oh. Fasziniert von der Benummerung. Und ich brauche mal auch noch. Lass mich mal kurz runter. Du bist ein Level 10er, das ist in Ordnung. Damit müssten wir die 10, wo wir. Oh, zum Glück. Zum Glück. Müssten wir die 10 voll haben. Oder? Na, na? Ja, das waren 10. 1. 2. Und 3. Direkt markieren. Eine Markierung mit E setzen. Und zwar dich hier. Wunderbar. Alles richtig gemacht. Aber sowas von alles richtig gemacht. Kann noch die kleine Seele mitnehmen. Vielleicht auch noch das, was da drin ist. In dem Kofferchen. Und dann haben wir den Kontinent so fast sogar abgegrast. Also fast komplett. Ja, machen wir es einmal so und so. Und dann kommen wir nämlich hier zum Portal hin. Hier sieht es. Oh, Hallöchen, aber auch. Ich wollte gerade sagen, hier schaut schön aus. Nein. Wilderer. Unschön. Massivst unschön an der Stelle. So, wir möchten wieder am Cliff entlang. Ja, ich würde mal sagen, ja. Bin schon ein bisschen abgestürzt da unten. So, hier ist nichts, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Jetzt mal absichtlich abstürzen.
Nur um zu sehen, ob hier unten irgendwas ist, aber nein. Okay. Nichts gibt's. Ich wollte dich eigentlich gar nicht mehr einfangen. Du hast angefangen. Du, nicht ich. Jetzt bist du mal voll. Okay, du bist geistig labil. Das erklärt gerade so einiges, sonst hättest du mich wahrscheinlich nicht angegriffen. Alles klar. Da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. Enttäuschend. Also ich war ja schon. So quasi so ein bisschen in der Gegend. Das kann nicht gut sein, dass ich hier alles abgegrast habe. Dich nicht, dich nicht, dich nicht. Der Pfad nach oben sieht schön aus, aber ist auch nichts da. Wieder mal ein Lager. Oh je, oh je. Den haben wir bereits, das heißt. Falls ich das Ding gedrückt, hier war ich schon. Yep. Dann müssen wir nach da oben. Ja, da sehe ich doch noch ein. Uiuiuiui. Ein Ei, wollte ich gerade sagen. Nicht kein Uiuiui, sondern ein Ei. So, auf nach oben. Gas geben, Gas geben, Gas geben. So, schauen wir nochmal. Können wir irgendwas wegmachen? Irgendwas, was wir gerade nicht brauchen. Ja. Samen können wir abwerfen. Ich glaube, diesen einen Samen, ohne den können wir auskommen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Dich, 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 dich hier. Nope. Dort, 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 dort. Da sind wir zu weit. Nein, ist immer noch richtig. Immer noch im Bereich, wo wir was machen können und was suchen können. Okay. Hier sind so viele Wälder. Können wir dorthin gehen? Ist da vielleicht irgendwas? Also wenn hier irgendwas im Gebüsch ist, werde ich es ziemlich schlecht sehen. Leider. Oh, aber das Eis brauchen wir. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ein gefrorenes Jumbo-Ei sogar. Sturmgewehr-Munition entsorgen. Yep. Da ist das Ei mir gerade ein bisschen lieber. Okay, lass mal kurz nach da oben gehen. Einfach nur nochmal auszuruhen. Müssen wir hier hin und dann darüber. Okay. Ah, uiuiuiui. Irgendwas Gutes dabei. Ja, jede Menge Kohle auf jeden Fall. Auch wenn ich Kohle eigentlich echt nicht benötige. Da wir erstens so viel davon haben und zweitens. Ist sie. Hallo, aber auch. Mein Freund, dich möchte ich. Wenn ich ihn hier nur in groß haben kann, sage ich nicht nein dazu. Komm mal her. Dich tun wir noch nebenbei kurz einfangen, einfach nur weil du sonst im Weg bist. Yep, das war gut, das war gut. Wie hast du denn? 12.000? Okay, es geht, es ist in Ordnung. Komm, bleib drin. Zack, her damit. Au. Bushido, mach's fertig. Da brauchen wir wahrscheinlich dann so einen größeren davon. Neu und neu. Einfach nur neu. Au. Slice ihn ab, slice ihn ab. Und ich komme dir zur Hilfe. Yep. So ein Schrot finde, macht schon auch nicht Schaden. Wow. Komm schon, komm schon, komm schon. Au. Der Flammenwerfer kommt schon gut rüber. Unten nochmal bitte. Propos der Blitz. Oder auch nicht. Oh, oh, er macht es, er macht es, er macht es. Ein bisschen paralysiert beim Ganzen. Und das war's. Zurück, zurück, zurück. Okay, das reicht aus, das reicht aus. Eventuell nochmal ein paar kleinere Schüsse hiervon und zack, her mit dir. Oh, ich wollte gerade sagen. Komm schon, Level 29, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ich habe ziemlich viel Schaden genommen, das ist ein bisschen ungünstig, aber wir haben ihn. Ah, wir haben ihn, jetzt wissen wir auch, wo er spawnt. Oh Gott, da kommen die nächsten. Aber ich glaube, ihr seid glücklich. Ihr seid hoffentlich. Lasst mich einfach in Ruhe, dann ist dann gut. Passt dann schon.
Du kommst mal dorthin. Wir gehen mal kurz Notfallfutter für alle. Einfach nur, dass wir mal voll sind. Das passt dann schon. So. Wir haben davon eben mehr als genug. Und abdampfen. Schöne Eisenvorräte auf jeden Fall. Auch das Design allgemein, dass wir hier so quasi eine halbe Kuppel drüber haben. Pfeile. Naja. Hehehe, muss ich doch. Irgendwas finden sie sich hier immer noch. Dass wir noch ein paar Pfeile haben, ist nicht schlecht. Noch ein Ei. Ja, doch, komm mitnehmen, wenn wir es schon mal sehen. Ja, komm. Ansonsten. Glaube ich nicht, dass da noch was ist. Dann sollte man langsam mal ein bisschen das Zeug nach Hause bringen. Das wäre vielleicht nicht das Verkehrteste. Spare und finde noch was. Und zwar dort. Einen weiteren Portstein. Okay. Den nehmen wir auch noch gleich mit. Die Fläche können wir uns noch angucken hier. Na, sind wir ein paar zu viele Banditen. Die muss ja nicht sein. Überhaupt nicht. Wir haben hier noch ein Blitzei. Wie weit ist denn das überhaupt weg? Ja, nur ein bisschen. Oh, Hallöchen aber auch. Da noch irgendwas zwischen den Spalt drin? Ja. Kannst du sagen, was du willst, da kann man noch rein. In den Spalter kann man rein. Da will ich auch rein. So, Seite 5. Ein kleiner Sherlock Holmes. Wunderschön. Dann auf nach Hause. Auf nach Hause. Jep, da sehen wir es doch. Der klitzekleine Portstein. Wir können die entsorgen und das noch mitnehmen. Dann können, oh je. Ich würde sagen, es war jetzt ein bisschen schief gegangen. Aber nur ein bisschen schief. Ja, wir hätten wirklich früher hier rumkommen müssen. Also eher links rum als rechts rum laufen. Hätten wir so viele tolle Sachen bekommen können. Dich haben wir. Aber was soll es? Passt schon. Soweit alles in Ordnung. So, Schnellreise ist gemacht. Technologiepunkt ist gemacht. Und bitte zurück. Nachts können wir ja trotzdem noch fliegen. Sagt ja keiner Nein dazu. Wir haben jede Menge davon. Erdbeben sicher bist du nur. Ja, ist ein bisschen wenig. Da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. 42 erhöhen. Ja. Aber 35 noch. Das heißt, theoretisch müsste es in der Welt noch 24 geben. Vielleicht gibt es aber auch mehr. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Würde mich gerne überraschen. So, ist denn die Waffe? Ich habe zu wenig davon. Jetzt bald kann ich meine Pistole nicht mehr verwenden. Ah, das kann man mir nicht antun. Ungünstig, ganz, ganz ungünstig. Jumbo-Ei für ein Mao. Nochmal 10 von 10, das ist schon mal gut. Ist Jumbo-Ei rein. Hopp, ein bisschen weiter wegstehen. Sonst wird es uns zu heiß. Ein Panking. Ja. Ja. Kann besser sein. Lass mich raten, ein Sweep. 1, 2, 3 Sweeps. Ja, Sweeps. Noch mehr. Ein großes Sweep. Und dann noch ein kleines Sweep, nein. Ansonsten, ich wollte gerade sagen, warum sind hier schon wieder Bären drin? Zeugs, das hat alles hier gar nichts zu suchen drin. Der Ring, den kann man auch mal mitnehmen. Ich in der Bauch. Dich. 3 Minuten. Ich nehme es allzu viel. Ich habe nichts. Ich wollte gerade sagen, Moment, bleib mir mal drin. Dich und dich da hier rein. Ich brauche nochmal eine Truhe für ein paar Eier hier. Warte mal. Nahrung. Ach, Elektroheizung können wir machen. Oh, Elektroheizung und elektrische Küche. Wird für später noch interessant. Wir müssen noch ein bisschen mehr ausbauen. Bitte dorthin. Die 10 Sekunden können wir auch selber machen. Debris. Warum ist es eigentlich immer Debris? Verstehe ich nicht. Müssen wir eigentlich wunderbar happy gerade hier sein. Ich kümmere uns gleich. Wir haben
ein bisschen was. Dich und dich. Dich können wir noch mit reinstopfen. Minderwertige Munition, die können wir... Die war jetzt da mittlerweile drin. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Falls nicht, dann ist jetzt da drin und gut ist. So, dich, dich, dich. Da vielleicht noch Platz. Zumindest eine hat noch Platz da drin. Soweit alles aufgeräumt. Ja. Yep. Einfach nur Platz für alles aus. Das war's schon. Klein, aber ja, das war's schon. Was haben wir hier drin gehabt? Wir hatten hier Armbrüste. Kälte, Hitze, Fellrüstung. Kann man es da nicht schmeißen? Und zur Gaudi. Komm, was ist das noch da? Die Eier wiederum hier hinten. Ich habe da eine ganze Reihe noch davon frei. Und ich sehe bereits, ich habe... Moment, ich habe keine Munition mehr. Habe ich mir Munition getan? Das ist ein bisschen ungünstig. Ich benötige meine Munition. Die drei nehmen wir nochmal kurz mit. Ihr seid gleich fertig. Yep, ihr seid mehr als gleich fertig. Das heißt, es wird das und das als nächstes dran. Okay, ich weiß, ich hatte noch was. Da bin ich mir ganz stark sicher. Hier die nächsten 10 schon mal machen. Dann habt ihr was zu tun. Munition sortieren. Es war nicht die minderwertige, es war schon richtige Munition. Ich habe doch nicht alles verballert. So wahnsinnig bin ich mal ich. Oder doch? Okay, ich finde es nicht mehr. Ich habe Sturmgewehrmunition. Schrotflinte. Habe ich bis zur letzten Kugel alles weggeschossen. Hola, die Waldfee. Okay. Dann brauche ich neue Kugeln. Das ging jetzt schneller als gedacht. Hierhin. Ich benötige bitte normale Pistolenmunition. Und zwar 38. Ja, die können wir dann über Nacht machen lassen. Ausgebrütet. Oh yeah. Ein düsteres Jumbo-Ei. Was werden wir darin finden? Ein Fellbad. Willkommen. Und was fänden wir? Ein knisterndes Jumbo-Ei. Was knistert es denn? Ein Univoltlefels. Okay. Etwas unschön, aber was soll's. Hat mir jetzt gar was anderes erhofft, aber man kann nicht immer alles haben. Man kann nicht immer alles haben. So, ihr seid am Arbeiten. Das heißt, ich brauche noch gar nicht losgehen. Denn ohne mein Zeug kann ich nichts machen. Wir haben hier auch gerade nichts da. Nein. Ihr seid gut am Arbeiten. Ihr seid mehr als gut am Arbeiten. Das könnt ihr nicht machen, das habe ich das auch nicht. Das ist ebenso wenig. Primäre, das wäre ein bisschen schlimm. Ihr könnt noch mal ein paar von denen hier machen. Ja, das geht immer. Wie schaut es denn aus mit Kuchen? Nehmen wir mit. Den Kuchen nehmen wir mit. Was bist du da hinten am Gießen? Du bist noch weit. Ah, da ist noch genug drin. Warte mal. Die können wir schon mal mitnehmen. Ich glaube, hier reinschmeißen. Ja, da war es richtig. Dich schmeißen wir hier rein. Und Munition kommt dann noch. Schnellreise. Wie weit haben die da hinten gearbeitet? Wie schaut es denn aus? Ernte haben wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was. Nicht viel, aber was soll's. Bitte mehr machen. Hier, wir bekommen noch mehr Kuchen. 3 ganze Eier. Ich bin stolz auf euch. Ich bin mehr als stolz auf euch. Ihr seid die produktivsten hier. Und ja, das meine ich auch so. Das habe ich wirklich so gemeint. Außer die Kuh. Die geht auch noch ab wie nichts anderes. Oh meine Güte. Okay, was haben wir sonst noch da? Dich nur mit. Dann nehmen wir dich nur mit und dich nur mit. Und gehen damit zurück. Dann können die schon mal wieder weiter anfangen. Na stimmt, da habe ich noch gar nichts genommen. Passt soweit. 81 Stück. Ah je. Okay, das war jetzt ein Fehler. Das war ein definitiver Fehler. Macht aber nichts.
Wir können noch ein bisschen was hier rauskrabbeln. Yep. Bitte. Machen wir noch ein bisschen was. Nicht viel, aber etwas. Währenddessen. Ich würde sagen, die Sachen reinschmeißen. Wir haben in der Kühltruhe noch was drin. Yep. Jede Menge sogar. Passt. Wir haben auch einen Honig. Die beiden grünen Eier können wir gleich reinschmeißen. Erstmal tun wir dich und dich noch einsortieren. Wenn wir das gemacht haben, können wir nebenbei schon mal sagen, yep, mach mir 16 Torten. So macht man Feuer und nicht anders. Hi, hi, hi. Hi, Kollege M. So, wir sind neben dir mal und schon sind wir weg. Ein bisschen Kugeln haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Ach, Hallöchen aber auch. Eingefroren, das können wir schon mal nutzen. Svi zum nächsten. Und kann man es gleich drin lassen? 4 Minuten. Ja, wir können es gleich drin lassen. Dann gucken wir doch mal. Wobei, das wiegt 10, 20 Kilo. Nein, wir müssen es ablegen. Wenn wir noch in die andere Basis möchten, müssen wir es ablegen. Ja, wenn ich den Platz hätte. Das schöne alte Problem, Platz. Ja, da vielleicht. Ich habe da mal Platz. Okay. Die Pistole habe ich kaum was übrig, aber wie Schrot finde ich noch knapp 300 Schuss. Mhm. So muss es aber nicht anders. So, dich hier. Ach, ich bin immer noch unglücklich über den Platz. Das ist mit unser schlimmster Platz überhaupt. So, Palbox, euch geht's gut. Yep. Wenn nicht, ihr würdet euch schon längst beschweren, würde ich mal behaupten. So, ich müsste mal gucken, wer Öl fallen lässt. Weil dann könnte man nämlich einen noch von denen da hier reinschmeißen eigentlich. Schauen wir nochmal. Irgendeiner. Wolle. Liegt Eier. Partisan, Sektorhöhen, Sturmgewehr. Moment, du hast eine Maschinenpistole und du hast ein Sturmgewehr. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Feuertyp. Bengelfisch schießt für Explosionsmunition. Ja, wir züchten sie, damit wir sie wegschießen können. Schauen wir mal, Holzfällen machen. Fixie zum Ausbuddeln, das ist in Ordnung. Wolle. Jetzt vorkommen. Werf Goldmünzen raus, Goldmünzen raus. Ausdauer, ich glaube, wir müssen Pals quasi abschlachten. Damit wir das bekommen, was wir bekommen möchten. Kann ich Granatwerfer benutzen? Moment. Das müssen wir nachher ausprobieren. Beim nächsten Mal probieren wir es aus. Granatwerfer klingt immer toll. Bäume, Bäume. Kann das Flugzeug genutzt werden? Flinkes Händchen. Und die Arbeitshilfe in der Waffenfabrik erhöhen. Okay. Nicht Inferno gerade. Giftnebel. Erhöht. Phantomschaden. Dungeon aufspüren. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen. Ne, da müsste man jemanden holen. Dich erreicht dich auch nicht. Der wird Eis, Feuer, Schattenattribute. Säge, nehmen wir auch nicht so viel. Bruchstücke, Typ Grasverstärkung. Paar Saft. Du machst hochwertiges Öl. Also die müsste man quasi fangen. Sowohl fangen als auch dann quasi uns gefügig machen, sagen wir es mal so. Das ist halt gar nicht mal so schlecht hier gerade. Wir brauchen hier eigentlich gar keine Eier mehr, stelle ich fest. Hier macht es mehr Sinn, noch mehr zum Ausbuddeln zu haben, damit wir noch mehr Palbälle bekommen. Das würde sogar wesentlich mehr Sinn machen. Dass ich da echt überhaupt keine Schwierigkeiten mehr habe mit irgendwas. Komm mal her, hab eine Idee. Ich habe eine kleine Idee an der Stelle. Ein paar Box. Wir sagen Hühnchen raus und Hühnchen raus. Und wir sagen, wir brauchen mehr Fixies. Das war's doch, glaube ich.
Yep, Fixies waren's. Fixie rein. Fixie rein. Passt. Jetzt haben wir Fixies, die wirklich Nonplusultra arbeiten können. 108. Das ist nicht gerade wenig, stelle ich fest. Das ist wirklich überhaupt nicht wenig. Sogar. Ich bin stolz, dass es jetzt auch mal funktioniert. Das ist immer die größte Angst. Dass die hier überhaupt gar nichts bringt für mir. Na komm. 3, 2, 1 und meins. Wunderbar. Du kommst rein. Du kommst rein. Ja, deswegen. Okay. Sördle. Dann schauen wir nochmal. Was können wir hier noch mit reinschmeißen? Die Sachen auf jeden Fall. Und ein bisschen was in die Kühlung noch. Bezaubernd. Die werden auch fertig, aber das macht gerade nichts. Wir können gerade eh nichts gebrauchen. Da haben wir auch genug davon. Hier ebenso. Den Giga-Gleiter. Was haben wir denn momentan? Den einfachen Gleiter. Wo zählt nur ein Giga-Gleiter? Ein einziger wäre schon gar nicht mal so schlecht. Carbonfasern und Zement. Ich habe ein paar von denen hier noch. Zwei Stück. Zwei ist besser als nichts. Hier scheint alle in Ordnung zu sein. Yep. Du hier oben bist gleich fertig. Ja, das tut mir immer noch weh. Dass wir da gerade nichts haben. Na. Achso, warte, ich sollte vielleicht auch jemanden holen. Hier, zack. Hilf mal mit. Mach da mal ein bisschen was. Das wäre recht schön an der Stelle. Wir benötigen Munition. Mit Munition kann man nämlich nichts anfangen. Sördle. Noch ein weites Wie. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Stück miteinander verbinden. Das wäre doch etwas. Sördle. Auf nach unten. Du bleibst hier oben. Und hilfst ordentlich mit. Zwei Stück. Die sind gleich gemacht, würde ich mal behaupten. Genauso wie der Gleiter. Das funktioniert alles hervorragend. Achso. Ne, was können wir so lassen? Ich würde sagen, wir benötigen unsere normalen Swiss. Wie. Hier, Swiss haben wir. Da haben wir einen. So, 16 Stück. So, strategisch lassen wir nochmal. Isoliert, zack, zack und zack. Nicht, dass wir jetzt irgendeinen falschen mitnehmen, das wäre mich ein bisschen unschön. Yep, du bist fertig. Stufe 2, du kommst als nächster dran. Wobei, Arbeitsviech, dich hier hart im Nehmen. Isoliert und Co. Halt, so, dich hier, jetzt da. Dann haben wir nämlich auch jede Menge Platz für Wild- und Handwerksmeister. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Fliegen wäre vielleicht noch was, aber ansonsten, ja, komm, was soll's. Warte, nehmen, Grobian, Darntöter. Oh, wir sind bereits voll, okay. Haben wir nochmal 16? Ja. Wobei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, nicht ganz, nicht ganz. Und von euch haben wir immer noch keinen guten. Also wir haben ziemlich viele allgemein, aber es reicht nicht aus, um zu sagen, hey, das ist wirklich die Creme de la Creme. Nicht wirklich. Ein paar Boxen neu sortieren, das müsste ich eigentlich. Ich habe wieder ein bisschen Platz haben. Hinten raus auf jeden Fall. Gut, wir müssen noch ein bisschen Palen saften. Ein kleines bisschen, nicht viel, aber etwas. So, Mega-Enterkanone für 2. 6, 5, 10, 15. Das wäre eine zum Freischalten. 5 dafür. Zielsuchende. Ich meine, wir haben genug Antike übrig. Wir können den Rest mal freischalten. Hallo Speer, hallo Multiwerfer. Die Enterkanone, damit wir die ein bisschen besser haben. Gigakanone. Das ist jetzt nicht einmal so verkehrt. Brauchen wir es gerade auf keinem Auge. Da haben wir schon mal ein bisschen mehr freigespielt. So, können wir dann noch welche machen? 2 Stück wegen Zement.
Moment. Können wir vielleicht noch Zement vor uns machen, oder? Wahrscheinlich je weniger, da fehlen uns die Knochen dazu, okay. Müssen wir uns noch was überlegen. Der Gleiter ist schon mal eine gute Sache. Da fängt es doch schon einmal an. Den anderen können wir mal da reinschmeißen. Ich muss gerade mal gucken, können wir noch irgendein Ei gerade rausholen? Ne, sind alle soweit fest. Okay. Mal hier den kleinen Cut. Und überleg mal, wie wir das nächste Mal weitermachen. Das seht ihr dann. Bis dann, macht's gut und wie immer. Tschüss.